Herr Bundeskanzler, die Corona-Maßnahmen, aber auch Corona an sich verschleiert ja den Blick vor dem wirklichen Problem. Das hat man ja in Ihren Ausführungen zum Anfang auch deutlich wahrgenommen. Wir stehen in Deutschland vor massiven Problemen, Herausforderungen, Veränderungen, die unsere Bürger wirklich umtreiben. Neben den unverhältnismäßigen Freiheitsbeschränkungen treibt die Bürger natürlich auch steigende Verbraucherpreise, explodierende Energiekosten und eine massive ansteigende Inflation um. Der Sektor Energieversorgung ist ein prominentes Beispiel. Die Abschaffung der EEG-Umlage wird durch die Erhöhung der CO2-Steuerabgabe aufgezehrt. Die Politik kann dafür sorgen, den Strom für die breite Masse der Gesellschaft auch wieder bezahlbar zu halten. Weitere Beispiele für eine Entlastung der normalen Bürger liefern unsere europäischen Nachbarn zum Beispiel. Polen senkt die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe, aber auch für Verbrauchsgegenstände. Deshalb meine Frage, mit welchen politischen Maßnahmen werden Sie der Inflation entgegenwirken, die ja wirklich mittlerweile auch im EU-Raum ausufernd ist? Und wie sieht eigentlich Ihre Exit-Strategie aus der Corona-Zeit aus? Wann, Herr Bundeskanzler, kann die Wirtschaft, können die Bürger in diesem Land wieder frei atmen? Schönen Dank für Ihre Frage. Ich will die letzte zuerst beantworten, über die wir ja eben auch schon gesprochen haben. Ich glaube, dass genau die Strategie, die wir hierzulande verfolgen, die richtige ist. Kontaktbeschränkungen festzusetzen, insbesondere für diejenigen, die bisher den Weg nicht gefunden haben zu einer Impfung, aber auch insgesamt dadurch dafür zu sorgen, dass das Infektionsgeschehen nicht so explodiert, wie es ohne die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, explodieren würde. Und gleichzeitig alle aufrufen, sich impfen zu lassen, diejenigen, die schon Impfschutz haben, aufzurufen, eine dritte Impfung sich zu holen, weil das dazu beiträgt, dass wir mit der Pandemie besser umgehen können. Und wir haben ja schon in den letzten Jahren der Pandemie, aber auch jetzt immer noch, sehr umfassende Wirtschaftshilfen auf den Weg gebracht, um Arbeitsplätze und Wirtschaft zu retten. Von der Kurzarbeit angefangen, fortgesetzt bis hin zu den Möglichkeiten, die wir für jedes einzelne Unternehmen auf den Weg gebracht haben. Was die Frage betrifft, wie wir mit den Energiepreisen umgehen können, wollen, ganz klar, da ist ein globales Problem. Die Preise steigen überall in der Welt. Die werden teurer, wenn man sie auf den internationalen Märkten einkaufen will. Und deshalb ist es notwendig, dass man etwas macht. Eine der Maßnahmen, die wir ergreifen wollen, haben Sie schon skizziert, aber ein bisschen klein gemacht. Wir wollen spätestens Anfang nächsten Jahres die EEG-Umlage abschaffen. Und das ist genau das Vorhaben, das dazu beiträgt, dass jede Familie um 300 Euro entlastet wird, das aber gleichzeitig dazu beiträgt, dass viele mittelständische Unternehmen auch eine Entlastung bekommen. Herr Chrupalla, Sie haben die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen. Ja, also mir geht es natürlich nicht nur um die Unternehmen, da geht es natürlich auch um die allgemeinen Bürger, die jeden Tag ihre Stromrechnung bezahlen müssen. Sie haben einen Ausweg schon angedeutet, aber es gibt ja mehrere Auswege aus dieser auch finanziellen Krise, was die Energiepreise angeht. Da muss man sich ja bloß mal in Europa umschauen. Die Kernenergie wurde ja auch mittlerweile von der EU als nachhaltig eingestuft und rund um Deutschland werden aktuell neue Kernkraftwerke gebaut. Wie wollen Sie nun Deutschland gerade in diesem Bereich in Forschung und Entwicklung in diesen Dingen wieder an die Weltspitze führen? Oder gibt es hier wieder einen Sonderweg in Deutschland? Die Nutzung der Kernenergie ist nicht nachhaltig, um das sehr klar zu sagen. Und sie ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Es sind erhebliche Investitionen, die notwendig sind, um mit neuen Kernkraftwerken gewissermaßen dafür zu sorgen, dass die Stromversorgung in den Ländern gewährleistet ist. Wir wissen, dass die auch nicht ständig laufen. Sie hören immer die Berichte über ausfallende Kernkraftwerke, gar nicht wegen Sicherheitsproblemen, sondern weil sie aus verschiedensten Gründen nicht liefern können. Und deshalb ist das ein teurer Weg, bei dem viele Dinge noch ungeklärt sind, zum Beispiel die Entsorgungsfrage und unverändert die Sicherheitsfrage. Alle statistischen Berechnungen, die einige Leute einem vorhalten, dass es ja nicht gefährlich ist, sind ja in dem Augenblick vorbei, wo es dann doch einmal passiert bei einem Atomkraftwerk und man wohnt in der Nähe. Und die Nähe ist dann ziemlich ein großer Radius, das muss man dazu sagen. Weil das eine solche Gefahr ist, hat sich Deutschland entschieden, aus der Nutzung der Atomkraft auszuscheiden. Es ist richtig, auszusteigen und es ist richtig. Und wir haben einen anderen Weg uns auf einen anderen Weg gemacht, nämlich dass wir die erneuerbaren Energien nutzen wollen und dass wir sie ausbauen. Und genau das machen wir
Und wir werden die Planungsverfahren, die Genehmigungsverfahren so beschleunigen, dass wir es schaffen, aus erneuerbaren Energien, aus Windkraft auf hoher See, Windkraft an Land, aus Solarenergie, aus Biomasse die Energieversorgung Deutschlands sicherzustellen. Das ist eine, die uns international unabhängig macht, die dem Klima dient und die am Ende die billigste sein wird und unserer Wirtschaft dann einen Wettbewerbsvorteil schafft, wenn wir das geschafft haben. Und das beginnt jetzt in diesem Jahr mit dieser Regierung. Herr Bundeskanzler, hören Sie mich? Ja. Herr Bundeskanzler, das Paul-Ehrlich-Institut berichtet regelmäßig über Fälle schwerer Nebenwirkungen und Todesfälle nach den Corona-Impfungen. Ihre Bundesregierung sagt, dass pro einer gewissen Anzahl von Impfungen ein Fall einer schweren Nebenwirkung auftritt. Meine Frage an Sie wäre, sind Sie sich dessen bewusst und haben Sie eine grobe Ahnung, alle wie viele Fälle laut Ihrer Bundesregierung ein Fall einer schweren Nebenwirkung auftritt, beziehungsweise wie viele Fälle schwerer Nebenwirkungen jetzt das Paul-Ehrlich-Institut grob so gemeldet hat? Schönen Dank für Ihre Frage und auch für die, aber nicht für die Intention, die dahinter steckt. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Denn Sie verwirren die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und das Einzige, was daran gut ist, ist, dass Sie damit keinen Erfolg haben. Denn unser Land ist nicht gespalten, sondern hält zusammen. Und deshalb auch diese Bemerkung. Es sind jetzt Milliarden Bürgerinnen und Bürger der ganzen Welt geimpft worden, Milliarden Menschen. Auch in diesem Lande sind es zig Millionen. Es ist die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Und es ist etwas, das sehr gut gegangen ist. Und darum teile ich Ihre komische Diskussion nicht. Ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist, sich impfen zu lassen. Es schützt die Gesundheit. Es schützt die Gesundheit auch von vielen, die zum Beispiel Vorbelastung haben, die auf vielfältige Weise besonders gefährdet sind, wenn sie infiziert werden. Und ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Schlimmes ist und dass viele, die die Entscheidung nicht getroffen haben, sich impfen zu lassen und dann um ihre Gesundheit und manchmal um ihr Leben ringen müssen, das sicher bedauern. Aber es wäre besser, wir würden dadurch, dass wir eine andere offene Debatte über die Vorteile des Impfens führen, vermeiden, dass so viele in diese Lage kommen. Sie haben das Wort zu einer Nachfrage. Ja, ich halte also fest, dass Sie Fakten für Verwirrung halten und die Zahlen, die exakten, anscheinend nicht kennen. Ich nenne sie Ihnen gerne. Es sind 26.196 Fälle schwerer Nebenwirkungen laut Paul-Ehrlich-Institut bis Ende November. Und Ihre Bundesregierung sagt, dass pro 5.000 Geimpften eine schwere Nebenwirkung wie eine Herzmuskelentzündung auftritt. Sie haben sich Ende Dezember in einer Pressekonferenz hingestellt und haben öffentlich verkündet, ich zitiere, fast 60 Millionen Deutsche sind inzwischen vollständig geimpft, ohne dass wir von schweren Nebenwirkungen erfahren hätten. Jetzt wüsste ich gerne von Ihnen, warum behaupten Sie etwas eindeutig Falsches, anstatt sich vorher zu informieren? Glauben Sie nicht, dass die Menschen in diesem Land bei einem so sensiblen Thema wie der Impfpflicht einen offenen und ehrlichen Umgang der Regierung mit den Fakten verdient hätten und dass sie es verdient hätten, dass man die Fakten nicht als Verwirrung ansieht, sondern als Grundlage der Politik? Einen offenen und ehrlichen Umgang mit den Fakten wünsche ich vor allem Ihnen. Er würde auch helfen. Und es gehört ja zu den Bestandteilen des Sophismus, dass man Fakten erzählt und behauptet, sie bedeuten das Gegenteil. Sie haben aber das Faktum genannt. 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind doppelt geimpft. Es ist gut gegangen, es hat ihnen genützt. Und natürlich weiß jeder, dass es auch Nebenwirkungen geben kann. Darüber ist immer informiert worden. Und wir haben eine ständige Impfkommission, die sich damit beschäftigt und die ganz, ganz vorsichtige Entscheidungen trifft. Manchmal viel vorsichtiger als überall sonst in der Welt. Und wenn die dann genau das Vorgehen, das wir jetzt gewählt haben, unterstützt, dann kann man sicher sein, es ist das Richtige. Und deshalb halten Sie sich an die Fakten, verwirren Sie nicht die Bürger, schützen Sie die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.
Herr Kanzler, ich würde gerne bei meinem Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla noch mal ansetzen. Steigende Energiepreise, Preisexplosion bei den Leuten. Ein paar Zahlen. 230.000 Stromsperren hatten wir im Jahr 2020. Das sind Leute, die sich die Energie nicht mehr leisten können. Die Gaspreise sind in den letzten 12 Monaten um 50% gestiegen. Spritpreise reden wir gar nicht mal drüber. Besser an dieser Stelle. Die Leute können sich weder eine warme Wohnung noch leisten, noch den Weg zur Arbeit. Und da muss ich sagen, da gefällt mir Ihre Antwort nicht, dass Sie sagen 300 Euro EEG. Weil sie nehmen den Leuten vorher wesentlich mehr Geld weg durch Steuern, durch Abgaben, durch weitere politische Maßnahmen. Es ist die Regierung, die hier unter anderem der große Preistreiber ist. Wir hatten jetzt im Haushaltsausschuss öffentliche Anhörung zum Nachtragshaushalt 2021 und die Experten, die haben diesen Haushaltsentwurf nahezu zerlegt. Ja, die Verfassungsexperten sagen, das ist verfassungswidrig. Das können sie eigentlich gar nicht machen mit unserem Grundgesetz. Die Ökonomen sagen, dass es die Krise in Deutschland hier noch verschärfen wird, weitere Preissteigerungen haben, dass es wirtschaftlich sogar nachteilig ist. Und der Bundesrechnungshof, die neutrale Instanz, die prüft, sagt, ziehen Sie diesen Entwurf zurück. Deswegen meine Frage, schließen Sie sich hier der Empfehlung des Bundesrechnungshofs an und werden Sie diesen Nachtragshaushalt zurückziehen? Der Bundesfinanzminister hat einen sehr guten Nachtragshaushalt vorgelegt und hat das sehr sorgfältig vorbereitet. Es geht darum, dass wir sicherstellen, dass wir nicht nur die akute Krise bekämpfen, sondern dass wir auch rauskommen aus dieser Situation und dass das in den nächsten Jahren einen ordentlichen Weg weiternimmt. Es hat also unmittelbar zu tun mit der Frage, wie gehen wir mit dieser Krise um und wie kommen wir aus ihr wieder heraus. Und das sind sehr entscheidende Maßnahmen. Wie überall in der Welt gehören bei uns natürlich ganz besonders dazu auch Maßnahmen, die dazu geeignet sind, den Klimawandel aufzuhalten und uns technologisch und industriell so zu modernisieren, dass wir gute Arbeitsplätze und gutes Wachstum auch in der Zukunft haben. Selbstverständlich ist das eine große Herausforderung, dass die Energiepreise weltweit steigen und das auch Auswirkungen hierzulande hat. Das ist auch die wichtigste Ursache für die steigenden Preise. Die Gaspreise stammen von außerhalb, sie werden überall steigen. Das Gleiche gilt für andere Ressourcen, die jetzt genutzt werden müssen. Und das ist ein weiteres gutes Argument dafür, dass wir unseren Weg gehen, nämlich uns unabhängig von solchen globalen Märkten zu machen. Der Weg, die Nutzung von erneuerbaren Energien voranzutreiben, von Windkraft auf hoher See, an Land und Solarenergie zum Beispiel, ist auch ein Weg, uns unabhängig von solchen globalen Marktschwankungen zu machen und damit auch unser Land zu schützen, wenn alle diese Ressourcen nutzen wollen im künftigen Wachstum der Welt. Was wir hierzulande machen, habe ich schon gesagt, wir erleichtern das Einkommen, wir helfen den Bürgerinnen und Bürgern mit ihrem Familieneinkommen, mit der Abschaffung der EEG-Umlage. Und ich habe auch schon gesagt, dass wir uns fest vorgenommen haben, dass wir zum Beispiel bei den Wohngeldempfängern mit einem Heizkostenzuschuss, den wir jetzt auf den Weg gebracht haben, die ganz konkrete Situation adressieren und ihnen unmittelbar helfen. Ich bitte jetzt bei der Nachfrage und bei der Antwort bitte exakt in der Zeit zu bleiben. Dann haben Sie noch das Recht, die Nachfrage zu stellen. Ja, sehr gerne, Frau Präsidentin. Also so einfach will ich Sie nicht aus der Verantwortung lassen, Herr Scholz. Es sind nicht nur die globalen Preise, die zu einem Preisanstieg bei Gas und Elektrizität führen. Das sind auch die politischen Maßnahmen dieser Bundesregierung in den letzten Jahren und auch die kommenden. Das ist nicht nur der Nachtragshaushalt, der dafür sorgen wird, dass wieder alles teurer wird. Das sind auch der Kohleausstieg, der Ausstieg aus der Kernenergie, das Erneuerbare Energiengesetz. Das sind extrem viele Maßnahmen, die diese Bundesregierung erlassen hat, weiterträgt, die alles teurer machen. Sie tragen eine Verantwortung dafür, dass die Leute sich eben ein normales Leben nicht mehr leisten können. Wissen Sie das? Nein, das ist eine Falschinformation, die Sie in Ihre Frage gepackt haben. Also Steuern, CO2-Steuer sorgen für höhere Preise. Deshalb will ich Ihnen auch gerne konkret mit ein paar Fakten dabei helfen. Es wird uns unverändert so gehen, dass wir, wenn wir auf fossile Ressourcen zurückgreifen oder die Nuklearenergie, erhebliche Preissteigerungen zu beobachten haben werden. Und der beste Weg, den wir einschlagen können, um uns unabhängig zu machen von solchen Herausforderungen, ist, dass wir das tun, was gleichzeitig dem Klima nutzt, nämlich ein klimaneutrales Industrieland zu werden. Und ich bin sicher, dass Deutschland im Ergebnis am Ende dieses Prozesses und auch währenddessen relativ schnell spüren wird, dass es uns global sogar wettbewerbsfähiger macht, weil die Energieproduktion in Deutschland gestützt auf erneuerbare Energien im internationalen Wettbewerb am Ende die preiswertere sein wird.